Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bramble the Mountain King. Eventuell auch schon die letzte Folge. Es ist nicht mehr allzu viel vor uns, glaube ich, aber wir sind ja jetzt bei dem Berg angekommen, wo wir die Schwester retten können. Und im Spiel geht es eigentlich nur darum, die Schwester zu retten. Mehr nicht. Vielleicht den Troll töten, der sie mitgenommen hat. Oh. Das ist, kann ich da durch? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Doch, ich kann da durchschwimmen. Jetzt plötzlich kannst du schwimmen. Der läuft. Okay. Mal ein bisschen im Blut gebadet. Auch cool. Mal was anderes. Ist hier was zum Mitnehmen? Ne. Das funktioniert wieder. Das ist gut. Oder immer noch, besser gesagt. Gestern hat es ja funktioniert. Als wir da gegen den komischen Dunkelheits-Heini gekämpft haben. Na komm, mein Freund. Hopp, hopp, hoppity hopp muss das gehen. As he reached the summit, Olle felt regret. Warum sollte er Reue fühlen? Achso. Ja, so ist es manchmal im Leben. Mach das mal weg. Und was noch? Now the mountain stood before him, and he wished he could ask their forgiveness. Oh boy. Jetzt wird's spannend. He had reached the end that Tuva had pointed him towards. Now, entering the halls of the mountain, Ulle was ready to find his sister. Ja, dann suchen wir die. Ist hier... eine versteckte Tür. Okay. Eine Bibliothek. Das gefällt mir gar nicht. Vor allem, ich höre irgendwas. Oder irgendwen. Ah! Okay. Leseratte. Finde alle Märchenbücher. Exhausted, bloody, and at his wit's end, King Nils came to a witch's house on the outskirts of his kingdom. He fell to his knees, begging the witch to help cure his son, and she agreed. The witch explained that the flower held tremendous power that could only very carefully be used for good. The witch instructed he only use a single petal. Using the whole bloom would only invite death. Ulrik began to recover, but discontent at the royal line had grown in the kingdom,
following King Niels' bloody campaign. The next day, King Niels found his son dead, and the last light holding his darkness at bay was snuffed out. Heartbroken, King Niels turned to the bloom which had promised life, and instead saw it as an escape from his suffering. The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair. She raised a mountain on top of King Niels and shackled him using the same bramble that he let loose upon the kingdom. Ja, das war das letzte Märchen. The trolls still feed him as punishment for his evil deed. Haben wir hier. Long ago, there were. Ich glaube, das habe ich schon gelesen, oder? She gave birth. Ja, ja. Muss ich mit dir reden, oder? Muss ich hier durchlaufen? Ach so. Jetzt geht wieder eine Tür auf. Oh boy. Was kann ich hier so machen? Na, hinsitzen. Super. Brauche ich nicht. Das sind die Bilder der Könige und Prinzen. Und die Königin ebenfalls. Hier könnte ich noch eine Uhr einstellen. Alles Blut überströmt, ey. Kann ich hier was mitnehmen? Ja? Nee. Nö. Hier hinten ist vielleicht auch noch was, oder? Nö. Hier drin? Ah. Eine Uniform. Für die Uhr, aber das ist ein Schlüssel für hier raus. Nö. Das Problem ist, wie viel Uhr soll ich denn hier einstellen? Vor allem brauche ich noch einen zweiten Zeiger. Okay. Es ist jetzt halt die Frage, woher kriege ich den zweiten Zeiger? Oder brauche ich überhaupt einen? Kann ich nichts machen? Hä? I don't get it. Hä? Das
Es hat irgendwas mit dem Tisch da auf sich, aber... Ich einfach mal alles ausprobieren. Jetzt bin ich auf der neuen. Ist hier? Nee. Hä? Ja, aber... Was soll ich denn machen? 11? Also, kompliziert. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendeine bestimmte... Hat es mit der Form hier zu tun, oder? Oder was soll das werden? Die Form ist ja immer die gleiche. Hä? What the hell? Was ist das mit den Bildern zu tun? Irgendwo eine Uhr drauf. Nee. Eine Uhr. Ist hier ein Hinweis? Gar nichts. 2. 2, okay. Wait a minute. Gehen wir mal auf die 2. Ja, und... Und jetzt? Hä? What the fuck? Sonst noch irgendwas hier? Nee. Hä? Also... Halt gar nichts abgebildet, was sinnvoll sein könnte. City 2. Sag mal. Da auf dem Blatt finde ich auch nichts Gescheites. Und hier steht ja ganz klar, das ist eine 2. Oder? Das ist eine 2. Oder nicht? Ja. Hä? Hier noch was mitnehmen. Ist hier vielleicht auch noch was eingraviert? Nee. Hier ist... Ah doch! Eine 6.
Also zwei. Die sechs. Und jetzt? Immer noch nicht. Muss ich es vielleicht addieren? Gibt eine 8. 3 plus 6 gibt 8. Oder ist hier... Warte mal, lass mich mal richtig hinsitzen. So. Also, zuerst ist es der Krug. Ja, da ist die 6 drin. Dann hier ist da dieses Schmuckstück oder die Schatulle. Das ist eine 2. Hier... Was ist hier der Hinweis? Ein Schwert, eventuell. Fragt sich nur, wo sowas sein könnte. Es ist halt die Frage, ist hier irgendwo ein Schwert oder so? Oder ist vielleicht der Ort gemeint, wo das Bild gemacht worden ist, an der Wand vielleicht? Müsste ja hier sein. Aber dann müsste ja hier eine Nummer eingraviert sein irgendwo. Aber ist ja nicht der Fall. Aber hier kann ich noch was untersuchen. Ich dachte, das sei die Tür. Figur von König Nils. Toll. Hier vielleicht. Irgendwas. Also da ist schon was eingraviert, aber sind auch wieder eine 2. Das? Nicht. Okay. Messer. Hier ist auch nichts. Ah, das Schwert. Guck mal. Eine 10. Ich glaube, ich hab's. 2, 6, 10. Ne, respektive 6. 2. 10. Aha. Guck mal. Ist ein Schlüssel hier, oder was? Ja. Nice. Ja, das hat jetzt ordentlich gedauert, hä? Dann machen wir doch morgen weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen. Habt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.